Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Die 10 Portaltagen von 8. bis 17. Februar 2019. Wir sind am letzten Portaltag, am 17. Februar. Woher kommt dieser Portaltag? Was bedeutet es? Und wie können wir das verstehen und nutzen in unserem Alltag? Diese Portaltagen kommen von Maya-Kalender. Die alten Mayas haben ein sehr präzise Kalendersystem ausgearbeitet durch die Beobachtung der Natur, durch die Beobachtung der wiederkehrenden Zyklen und kosmischen Einflüsse. Diese Maya-Pyramide hier wurde auch durch diese Berechnungen gebaut und das zeigt sich hier auch ein Phänomen. In bestimmten Konstellationen fallen die Lichter so, dass hier erscheint eine Drache. Und das ist die Beobachtung, die Sterne, Sonne und Mond. Und sie haben eine sehr hochentwickelte Kultur gehabt und ein tiefes Wissen, astronomisches Wissen. Und sie haben uns das weitergegeben. Leider wurde durch die Inquisition viele von diesen Schriften verbrannt, aber ein Teil ist noch übrig geblieben. Erinnert euch am Dezember 2012. Einige Jahre davor sind viele Bücher erschienen über dieses Thema, was alles die Mayas prophezeit haben, jetzt kommt die Weltuntergang. Das hat eine Hysterie ausgelöst in esoterischen Szenen. Die Mayas haben gar nichts geschrieben über Weltuntergang, sondern sie haben beschrieben, wir gehen in ein neues Zeitalter. Und das kennen wir auch, weil wir haben die Fischenzeitalter verlassen und Jahr 2000 ist die Wassermann-Zeitalter begonnen. Also es haben nicht nur die Mayas beobachtet, sondern so bestimmt auch unsere Astrologie. Nur die Mayas haben das präzis berechnet und sie haben die Datum vermittelt. Das passiert am Dezember 2012. Da hat auch vieles verloren von dieser Wertschätzung, dieses altes Wissen. Und so wie ich das beobachten kann bei diesen Portaltage, dann geben wir noch die Rest dazu. Und kein Mensch will von Maya-Kalender irgendwas wissen, sondern hier kommt auch die Hysterie. Oh, jetzt kommen die Portaltage, jetzt geht es uns alle schlecht. Das hat mit Portaltagen gar nichts zu tun, sondern ich versuche das so erklären, dass das jeder nachvollziehbar ist und jeder versteht das, wie das alles aufgebaut ist und was diese Portaltagen wirklich bedeuten. Bei Maya-Kalender sind es Töne, Frequenzen. Sie nennen das als Wellen. Eine Welle dauert 13 Tage. Die Zahl 13 und die Zahl 20 sind die heiligen Zahlen, die Mayas, und auf diese Zahlen wurde das Kalendersystem aufgebaut. Wir befinden uns gerade in sechsten Wellen, in sechsten Tönen, in dieser Frequenz. Das hat am 14. Februar 2019 begonnen und dauert 13 Tage lang und endet
am 26. Februar. Das ist bei den Mayas wie für uns eine Woche. Und in diesem Zeitraum haben wir bestimmte Themen. Und das Hauptthema ist der Tod. Und das hat mit Todesfall gar nichts zu tun, nur die Notwendigkeit zu verstehen, dass etwas wir aufopfern müssen. Etwas muss absterben in unserem Leben, damit etwas Neues entstehen kann. Es ist erstmal wichtig, Angst, Unsicherheit loslassen, Hindernisse aus dem Weg räumen, alten Gedankenmuster, alten Verhaltensmuster verabschieden, ablehnen, und wir befinden wir uns wie eine Brücke, die Erneuerungsprozess, ich könnte sagen Transformation. Bei dieser Phase ist wichtig, dass wir die Gegenwart leben und dass wir die inneren Gleichgewicht finden und dass wir vorbereitet sind, es kommt etwas Neues, wenn diese Welle vorbei ist. Luftelement beherrscht diese Welle und die Luftelement vermittelt uns auch etwas, die Leichtigkeit, einiges loslassen, damit wir endlich aufatmen können. Und Luftelement steht in Verbindung mit unseren Ideen und Gedanken und auch Kommunikation. Das ist auch sehr wichtig. Und jetzt für den heutigen Tag, 17. Februar, haben wir die Zahl 4. So haben die Mayas das gezeichnet. Und wie haben die Mayas die Zahl 4 beschrieben? Das ist Ordnung. Es kommt etwas in Form. Das ist eine schöpferische Energie. Die Mayas nannten das die 4 Himmelsrichtungen, die 4 Elementen. Und das war für die Mayas die Medizinrad. Das ist eine Energie, was gerade etwas in Form bringt, etwas in Ordnung bringt. Wie können wir den heutigen Tag betrachten, beobachten? Das ist hier die Figur, die Schatten, all das, was Schatten werft in unserem Leben, das sollen wir jetzt wirklich loslassen. Dazu gehören auch Gefühle wie Angst. Die heutige Energie, was dominiert im heutigen Tag, zeigt hier dieses Symbol der Mayas und die Mayas nennen das Muluk und bedeutet übersetzt Wasser. Und die Mayas verstehen bei diesem Symbol die Karma. Vertrauen, das Fluss des Lebens. Das ist das Rad des Lebens, ein Zyklus, eine Erneuerung. Die Bewegung. Und hier bringen wir etwas im Ausgleich. Geben und nehmen, die inneren Harmonie, die inneren Gleichgewicht zu wichtig. Und bei diesem karmischen Symbol sollen wir etwas verstehen. Alles kehrt auf uns zurück, weil dieser Muluk vermittelt ein kosmisches Gesetz, Ursache und Wirkung. Alles, was wir in Ursache setzen, kehrt auf uns zurück. Wenn nicht in diesem Leben, dann im nächsten Leben. Und hier ist wichtig, das zu verstehen, dass es Karma gibt, dass es kosmische Gesetze gibt, dass es Ursache und Wirkung gibt, dass wir das Geben und Nehmen im Gleichgewicht bringen. Also auch großzügig zu sein, aber uns nicht ausnützen lassen. Das ist auch sehr wichtig. Und damit wir im inneren Gleichgewicht bleiben. Und dieses Wasser, dieses karmische Wasser bedeutet Vertrauen, das Fluss des Lebens. In Natur können wir beobachten als Feuer und als Wasser. Feuer, Wasser.
hier bei diesem Muluk kommt es schon zusammen. Alles beginnt mit einer Idee, mit einem Gedanken. Und das ist Feuerelement, das ist eine Zünde, weil uns begeistert etwas. Also wir beschäftigen uns mit Gedanken, das ist Feuerelement. Wenn wir das in Tat umsetzen, zeigen wir Mut und Kraft, sind wir immer noch bei Feuerelement. Und wenn wir das in Vertrauen übergeben, dann heißt es, was wir heute auch lernen, wir vertrauen das Fluss des Lebens. Dann übergehen wir von Feuerelement auf die Wasserelement. Und genau das symbolisiert die Muluk. Feuer und Wasser, die Begeisterung, die Kraft und das Fluss des Lebens ist auch eine Bewegung. Das heißt, die Natur können wir beobachten als Feuerelement oder Wasserelement. Die Kraftort ist Wasser, aber auch Felsen, Steinen, weil da manifestiert sich etwas, zeigt auch Materie. So kommt das alles in Form, so wie die Zahl 4 auch vermittelt. Das kommt in Form. Krafttieren sind unserem Haustieren, Katze oder Hund. Also Haustier wäre die Krafttier, was uns bei diesem Tag energetisch unterstützt. Edelstein ist der Jade. Und in unserem Körper bedeutet das unserem Herz und unserem Hand. Herz vermittelt unserem Herzensangelegenheiten. Hier ist die Zentrum, die Liebe und die Begeisterung. Alles, was uns begeistert, ist immer eine Herzensangelegenheit. Und Hand symbolisiert Handlungen. Genau das sollen wir umsetzen in Tat. Mondenergie hat auch eine große Wirkung auf den heutigen Tag. Und hier haben wir Man und bedeutet übersetzt blaue Adler. Und dieser Adler zeigt, dieses Symbol zeigt uns eine Vision, ein Traum, das zum Leben. Und da brauchen wir den Adlerblick, dieser Weitblick. Und mit diesem Adlerenergie oder dieser Weitblick, aber auch die Luftelement, das Fliegen, dass wir die Zusammenhänge erkennen und sehen wir mit diesem Weitblick auch die Hindernisse. Wir müssen auch die Schattenseite aufräumen, die Hindernisse überwinden. Nun, das war dieser Portaltag, die letzte bei dieser Zehnerreihe, aber ich werde nicht ganz aufhören, über Maya-Kalender zu sprechen, nicht nur an Portaltagen, sondern ich habe vorgenommen, immer wenn eine neue Welle beginnt, werde ich eine Aufnahme machen, damit wir wissen, was worauf sollen wir in kommenden 13 Tagen dann achten. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen bei diesem kurzen Info-Video über Karma und Karma auflösen. Über dieses Thema habe ich ein Klärungsvideo gemacht und dieses Klärungsvideo werde ich nicht veröffentlichen. Wenn ihr Interesse daran habt, ernsthafte Interesse, darüber mehr zu erfahren, was bedeutet Karma, wie kann man die Karma auflösen, bekommt ihr dieses Klärungsvideo gratis. Schreibt mir bitte ein E-Mail, dann bekommt ihr den Link dazu. Und fühlt euch zu nichts verpflichtet. Ich bedanke mich voraus für die Interesse und ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.